Hallo zusammen, was ich auf meine Fotoreise mitnehme, ich zeige es euch in diesem Video. Eine beliebte Rubrik von jedem Landschaftsfotograf ist natürlich What's in my camera bag. Ich würde mich jetzt hier gerne anschliessen und euch heute mal zeigen, was ich hier einmal standardmässig dabei habe. Noch zu sagen ist, dass ich natürlich auch mein Equipment anpasse an die Reisedestination, an die Aktivitäten, die ich dort machen will. Also zum Beispiel habe ich, als ich auf Safari gegangen bin, in Afrika anderes Equipment dabei gehabt, wie wenn ich zum Beispiel letztes Jahr in Bretagne gegangen bin oder auf Schottland. Ich werde da sicher noch mal das ein oder andere Spezialvideo noch machen, aber was ich euch heute einfach mal zeige, ist so ein bisschen, was mein Standard-Equipment ist, das ich meistens dabei habe und für was ich es brauche. Zu Beginn noch der altbekannte Disclaimer. Auf dem Kanal ist natürlich nichts gesponsert, habe ich alles selber gekauft. Ich wähle einfach die Produkte aus, die mir am besten gefallen und die ich denke, sind für meinen Verwendungszweck am besten. Gut, dann fangen wir doch gerade mal an mit dem Rucksack. Rucksack ist für viele der heilige Gral oder etwas sehr Schwieriges, gerade in Landschaftsfotografie. Es muss immer so ein Mix sein. Aus Bequemlichkeit, aus Gewicht, aus Größe, wenn man gerade mit dem Flugzeug fliegen will, aber man möchte natürlich auch möglichst viel reinbringen. Ich hatte lange einen Jack Wolfskin, den ich auch immer noch brauche, vor allem wenn es über Stock und Stein geht. Ein bisschen Wanderungen ist der sehr angenehm. Was bei dem aber das Problem ist, dass er sehr wenig Platz bietet. Und darum habe ich vor etwa einem Jahr mir hier den Pro Tactic BW 450 AW2 postet von LowPro. Ich finde den Moment eigentlich so das Beste für das, was ich mache. Weil, also er hat gerade eine Handgepäckgröße für das Flugzeug. Man kann hier noch zusätzliche Sachen machen, wie das Täschchen hier für Flaschen, Stativ. Man könnte noch viel mehr machen. Und der ist so ein bisschen modular aufbauen. Aussen sowie auch innen. Wenn wir gerade reinschauen, wir sehen, er bietet eigentlich sehr viel Platz. Und man kann sich hier modular zusammenstecken, was man braucht. Wenn wir vielleicht aussen noch anfangen wollen, ich habe mir dann von Peak Design noch zwei so Clipper gekauft. Und jetzt habe ich gerade falsch angemacht, wenn ich sehe, das ist aber gleich. Zwei so Clipper gekauft, die man eigentlich hier unten dran bei der Kamera anmachen kann. Und das ist sehr bequem. Jetzt, gerade in Costa Rica war das ideal. Ich hatte dann auf einer Seite so eine Kamera für Wildlife und auf der anderen Seite für Landschaften. Und da konnte ich auch immer rausnehmen. Es sieht vielleicht doof aus, aber es interessiert niemand. Und die sind wirklich auch sehr zu empfehlen, sehr gut. Dann haben wir außen, eben, wie schon erwähnt, gibt es verschiedene Sachen, die man anklippen kann. Hier habe ich ein Stativ, auf der anderen Seite Trinkflasche, vorne drin vielleicht noch andere Utensilien, die man braucht. Man hat hier einen Gurt um die Hüfte. Da habe ich auf der einen Seite habe ich meistens irgendwelche Akkus drin. Und auf der anderen Seite ist meistens GoPro, wo man gut brauchen kann für so kleinere Sachen zum Filmen. Genau, dann haben wir noch die Deckeltasche. Da hinten hat es Platz für einen Laptop. Da habe ich jetzt keinen drin. Wir haben hier noch zwei Fächer. Da habe ich meistens irgendwelche Kleinigkeiten drin. Visitenkarten, da meine Versicherungskarte für Drohnen, einen variablen D-Filter, einen Stift, vielleicht noch einen Block oder so. Das brauche ich aber so für so Sachen. Dann, wenn wir im Hauptfach schauen, habe ich mir oben ein kleines Fächchen gemacht für Dinge des Alltags, wie das Portemonnaie oder das Handy oder was man dort auch reinknallen will. Wie ich vorhin erwähnt habe, arbeite ich eigentlich gerne mit zwei Kameras. Das eine wäre die 7-3 von Sony, die jetzt gerade im Filmen ist. Dort habe ich meistens irgendwie ein 70-200er drauf oder den MD11-Adapter mit einem 50mm. Und die andere Kamera, also das ist so ein bisschen, für nähere Sachen oder fürs Filmen. Und die andere Kamera ist meine 7R, die schon überall mit mir auf der Welt war. Ich habe die 2016 gekauft, bevor ich auf Schottland, Australien, Neuseeland gegangen bin. Und ja, das ist einfach ein krasses Arbeitstier. Schon tausende von Fotos gemacht, super Auflösung.
Was da eben vielleicht ein Negativpunkt ist, ist der Autofokus. Darum eben mit den 7R ist eher so das, wenn ich sage, Leute, Tiere oder so, Filmen auch. Und die brauche ich wirklich vor allem, wenn ich Landschaftsbilder mache, auch vor allem, wenn ich Landschaftsbilder gross ausdrucken oder ja, so weiterverwendet werden, ist die immer noch meine 1A-Wahl. Meistens habe ich die dann in Kombination mit dem 20mm von Sigma, wo ich auch mein erstes Objektiv war, das ich gekauft habe. Und für Landschaftsfotografie gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres, Festbrennweite. Und ja, die ist sicher eigentlich auf den meisten meiner Reisen dabei. Dann eben die 7.3, die kommt in das Fächli hier. Und im letzten Fach habe ich noch die A6000. Die ist jetzt gerade hier oben im Einsatz und filmt das ganze Setup von oben. Und ja, die brauche ich vor allem ja, für Timelapses oder eben für auch mal etwas zu filmen oder als Ersatzkamera oder in der Stadt. Wenn du vielleicht nicht eine grosse Kamera mitnehmen willst, ist die auch immer perfekt. Ich habe ja da letzte oder vorletzte Woche ein Video gemacht, ich verlinke es euch noch, warum ich finde, dass das eine super Kamera ist. Und die ist eigentlich auch immer dabei. Dann, wenn ich weiter dabei habe, ist es ein Etui für Speicherkarten. Ich hatte da jetzt lange ein Heide-Etui mit einem Hardcover. Aber irgendwie habe ich gefunden, dass dort die Speicherkarten ein bisschen kaputt gehen. Es hat so Ecken, die dann abbröckeln. Und darum teste ich im Moment gerade hier das Ding aus. Habe ich auf AliExpress bestellt. Ich glaube, irgendwie 1 oder 2 Franken. Bis jetzt macht es im Dienst. Ich wollte das mal noch ein bisschen weiter beobachten. Dann weiter habe ich hier 70-200er, auch immer gerne dabei. Super Objektiv zum Filmen, aber auch zum Menschenfotografieren, zum so Detailshots machen, finde ich das immer cool. Ich habe ein 2.8er, vielleicht würde es 4.0er auch lange, aber ich bin jetzt wirklich tiptop zufrieden mit dem. Dann habe ich jetzt neu, also eben Objektiv habe ich dann das 50mm noch dabei. Das sind meistens so die 3 Objektive, die ich am meisten brauche. Ich habe noch ein 12mm, das ich brauche für Architektur und Sternenfotografie. Das habe ich aber auch nicht immer dabei. Und ich habe dann noch ein 150-600mm für Wildlife-Fotografie, das ich auch zu speziellen Events mitnehme, aber sicher auch nicht zu meinem täglichen Rucksack gehört. Dann sind einige Wochen neu dabei. Weil es halt so cool ist und es wirklich auch perfekt in den Rucksack reinpackt, ist DJI Mavic Mini. Da bin ich auch jetzt erst ein bisschen am Austesten, wie das ist, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem. Auf der anderen Seite noch die Fernbedienung. Und dann habe ich mir hier noch 2 so kleine Cases gemacht, ein rotes und ein grünes. Das grüne ist für alle vollgeladene Akkus und das rote ist für alle Akkus, die leer sind. Gerade wenn man verschiedene Geräte auch noch dabei hat, ist das noch sehr hilfreich, wenn man da nicht die ganze Zeit muss testen, welche Akkus sind noch voll, welche Akkus sind noch leer, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwann einen Bock kommt und keinen Akku mehr hat, höchstens vielleicht noch, wenn man keinen Speicherkartenplatz mehr hat. Das ist alles schon passiert, ist wahrscheinlich den meisten von euch auch schon passiert. Darum bin ich eigentlich auch mit dem System relativ zufrieden im Moment. Dann haben wir eben hier noch Platz für den MC11, der jetzt gerade auf der Kamera ist. Da ist das 6000, wo am Filmen ist. Und dann habe ich mir noch so ein kleines Etui gekauft. Ist auch sehr praktisch, weil es halt auch zu dem Rucksack reinpasst. Habe ich vom Peter McKinnon abgeschaut, aber ich bin auch sehr zufrieden mit dem. Hier oben habe ich manchmal so Kleinigkeiten drin, irgendwelche Schraubenzieher oder habe ich da Sachen, die ich nie gebraucht habe, um den Weissabgleich zu checken. Dann drinnen haben wir wieder ein Fächli, da habe ich jetzt im Moment gar nichts drin. Da ist meistens so GoPro-Zeug drin, wo man einfach manchmal braucht, um irgendwo anhängen. Fernbedienung. Und da habe ich meistens noch, jetzt ist gerade etwas von der Drohne drin, aber meistens habe ich da noch irgendwelches Putzzeug drin, wo eigentlich auch immer sehr gut ist, wenn man irgendeinen Sensorfleck hat, dass man den rasch kann wegreinigen kann. So kleine Putztücher immer gerne dabei. Und da die Luftbefeuchtungsteiler habe ich jetzt gar keine drin, aber die sind eigentlich meistens auch immer im Rucksack. Genau, das ist eigentlich mein Standard-Equipment, das ich meistens dabei habe, wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich fotografieren gehe.
Ich werde zu den einzelnen Sachen sicher in den nächsten paar Monaten auch noch ein paar Videos machen. Gibt es vielleicht gerade irgendwelche Sachen, die euch speziell interessiert haben an meinem täglichen Equipment? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Abonniert doch den Kanal. Wäre schön, euch nächsten Sonntag wieder zu sehen. Gute Woche und haut rein.